Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Joseko. Wir sind zurück bei Tectonica. Mit dabei ist der Viking Flamingo. Und heute. Hallo. Er sagt da schon Hallo, Gott sei Dank. Da muss ich, kann ich weiterreden. Dann werden wir nämlich heute den Victor glücklich machen. Wir wollen den Victor glücklich machen. So, da fehlen uns nur noch ein paar Bauteile. Das bedeutet, dass da jemand sich jetzt gleich drum kümmern wird, die Adamantitwachen herzustellen. Obwohl, Atlantum heißen die in dem Spiel. Und mich wollte der Yuseko auch glücklich machen. Habe ich kein Interesse. Ganz fest umarmt hatte mich letztens. Am Hals. Unter Wasser. Und ich so, ah, danke. ich habe heute das Ziel, die Atlantum-Barren herzustellen, aber ich muss erstmal dafür das Atlantum-Gemisch herstellen. Dafür werde ich mir gleich was beim Yuseko abzwacken müssen. Das findet er gar nicht cool, aber das ist mir egal. Solange wir dann endlich weiterkommen, ist mir das egal. Jetzt werden wir. Ich brauche nur unglaublich viel. werde nur unglaublich viele Sachen benötigen. Ich brauche zum Beispiel mehr Eisen gerade. Scheiße. Ich könnte ja jetzt sagen, ich habe ein bisschen Eisen, ne? Ja, wir haben Eisen. Ich meine mein Inventar und damit ist das meins. Achso, ja gut, dann. Ja. Da habe ich nichts gesagt. Wobei, warte mal. So, ich habe mich noch nicht mit dem Strom beschäftigt bisher. Das heißt, da werde ich mal kurz gucken. Machen wir den mal. Ich baue, wo ich noch hier was reinstopfe, dann stopfe ich natürlich rein. So. Gut, also, wir gucken nochmal ganz kurz nach. Wie weit sind wir denn alles in allem? Das heißt, wir haben ein Viertel von die gute Sachen, von den Kupferwürfeln. Oh, nice. Auch ungefähr ein Drittel von den Stahlwürfeln. Und auch die nice. Förderbänder sind auch gleich durch. Obwohl, nee, da brauchen wir ein bisschen mehr. Da sollte ich die Produktion gleich steigern, aber erstmal hole ich mir die letzten Prozessoreinheiten. Die habe ich letzte Woche noch gehabt. Heute sind sie weg. Oh, oh. Hey, Clown. Dann weg hier. Weg hier, weg hier. Hui. Das ist das Einzige, was ich da nicht automatisch reinschicke. Wow, okay. Ich muss die Eisenproduktion hier ein bisschen erhöhen erstmal. Oh Gott, so. wir haben zu wenig Eisen. Okay, Teil 1 fertig. So, und woran scheitert es hier? Oh, die laufen. Was kommt darüber? Was nicht kommt? Oh. Schub, 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 schub. Du, mein Freund, bist zu langsam. Vielen lieben Dank, Light2Me, für das Abo. 35 Monate schon dabei, vielen lieben Dank. Muss man mal gesagt haben, der ist einer meiner längsten Abonnenten. Vielen lieben Dank dafür. Oha. Ich weiß, es ist in der Aufnahme, aber muss gesagt sein. Okay, da läuft doch was wieder nicht. Warum nicht? Wer hat sich um den Strom gekümmert? Ich. Keiner da. So. Jetzt Strom mehr? Nee, Kalk. So, deswegen geht es hier nicht weiter, weil Kalk alle. Wir haben keinen Kalk mehr? An der Stelle, wo Kalk gebraucht wird, kein Kalk mehr. Oh, null, okay. Ja, kümmere dich um deine Sachen, die sind wichtig, weil darauf warten wir gerade massivst. Ja, ich muss nur ganz kurz eine Sache hier kurz herstellen. Beziehungsweise erstellen, weil wir haben einen massiven Mangel an Intelligenz. Ja. Gut. Nee, an Metall. Moment. Also an Eisen. Kurz gucken, was ich da sonst noch für brauche. Außer Kalk. Erstmal können wir doch mal hier ein bisschen was leer packen. Eisen kriege ich hier nicht runter. Davon haben wir noch eine Menge. Das heißt, ich sollte hier eventuell darüber, dadurch.
Oh, das sieht wieder richtig scheiße aus, wenn ich das mache. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen hättest das. Hättest du noch Eisen? Nee, wird gerade verarbeitet. Das ist schlecht. Finde ich nicht. Ja doch, weil ich brauche Eisen, ansonsten kann ich nicht weitermachen. Außer du hast Förderbänder für mich. Die werden automatisiert hier oben produziert. Und unten. Oben oder unten? Sowohl als auch. Wir haben unten eine Kiste mit Förderbändern. Da sollten einige tausend Stück drinstehen. Dann gehe ich mal auf die lange Suche nach den Förderbändern. Ja, vermutlich da, wo Eisen und Kupfer ist. Irgendwo eine der Fabriken. Ja, bin gerade dabei. So. Das sind die Dinger. Also unten habe ich jetzt gerade nichts gefunden. Mal. Das könnte es auch nicht sein. Ob das überhaupt so funktioniert. Davon hätte ich gerne mal ein paar. Also ich habe da... Entschuldigung, Joseko. Dann müsstest du mir ganz kurz zeigen, wo das ist, weil ich finde es nicht. Na, gucken wir mal, wo könnten denn Förderbänder sein? Einmal Alt drücken, damit wir sehen, was hier produziert wird. Da sind sie nicht, da sind sie nicht. Da sind sie nicht. Produzieren hier unten echt keine Fließbänder? Ich dachte, habe ich die nicht hier unten auch produzieren lassen? Nö. Okay, dann haben wir nur oben welche. Okay. Ich war mir sicher, dass wir auch Fließbänder irgendwann mal hergestellt hatten. Das heißt, wo werden die oben hergestellt? Die werden hinten. Ah, der kann nicht hoch genug springen, Opfer. Ja, ja, voll dumm, oder? Ich brauche einen Double Jump. Ah, die liegen hier. Sie werden noch nirgendwo hingebracht. Nee, wozu auch? Die sollen ja verarbeitet werden. Wozu? Zu schnellen Fließbändern? Oh ja. Weil ich die brauche für Boss. So, jetzt wollte ich mal gucken, ob das mit dem Strom funktioniert hat, ob wir jetzt hier Energy bekommen. Ja, aber warum kriegen wir so langsam Energy? Okay, blöd. Warte mal. Blöd. Wir sind aktuell 21. Ich lass das mal so. Oder heißt das, wir haben 960 von 320 Megajoule? Weil es ist ja gelb, also sollten wir genug Strom haben. Eigentlich schon, ja. Gut, dann muss ich mir da keine Gedanken mehr machen. Das wird klappen. Dann bauen wir hier mal eben... Oder haben wir eine Kiste zufällig? Nee, haben wir nicht. Logistik, bauen wir das, das. Und das soll's gewesen sein. Was bist du? Schmelzofen. Ja gut. Okay, nächste Aufgabe. Wir hatten die Fließbänder gebaut. Die werde ich jetzt auch brauchen. Also ich habe die gebaut. Check, check. Ja, die gehen doch schon wo rein. Bauen wir die mal da lang. Nee, da passt das nicht lang. Wo baue ich denn die am besten lang? Ich glaube hier. So. Map, map. Ey, ich hasse Wasser. Ich gehe auch nie duschen. Ich hasse Wasser. Passt das? Nö, natürlich nicht. Das Glück ist mit den Dummen, also müsste es mit mir sein. Oder mit mir. Mit den Dummen, nicht mit den sehr Dummen. Ey. Oh. Ja. So. Schön hier oben drüber. Wo muss das Ding eigentlich nochmal hin? Ich kann halt nichts herstellen, weil ich absolut kein Eisen oder weil ich absolut kein Eisen habe, ne? So, dann bringe ich dich auf das Band. Da musst du hin. Da musst du hin. Das heißt. Okay, ich muss das direkt von der Quelle abzapfen. So. Guck mal. Und schon sollte das funktionieren. Problem erkannt, Problem gebannt. Jeden stellen einfach ein bisschen Eisen ab. So. Eins. Neues Problem ist entstanden. Was denn? Ich löse es. Okay.
Gelöst. Sehr gut. Hä? Was ist denn das für eine Logik, Leute? Zieht euch den Scheiß mal rein. Was ist denn bei dir los? Ist es etwas, wo, ich, wo gesagt wird, komm dir das auch mal anschauen? Nee. Okay. Das sehen die Leute nur, wenn sie bei mir gucken. Oh! Jetzt geht's. Ich hab'n Bug gefunden, Bei dir, voll die tollen Sachen und bei mir nur so, ja, ich raube uns selber aus. Oh, ich hab'n Bug gefunden, Oh, wir haben einen Bug gefunden. Was hast du gefunden? Sag ich nicht. Erkläre ihn. Ich kann dafür sorgen, dass die Spender einfach stehen bleiben. Hey, lol. Ja. Das ist schlecht, oder? Für den Entwickler, der muss sich darum kümmern. Cool. So. Okay, können wir das irgendwie optimieren? Bestimmt. Indem wir... Pass mal auf. Okay, warte mal, so kriegen wir das Zeug da aber nicht raus. Also wir müssen hier vorne quer kommen. Das heißt, wenn wir das wegmachen... Ne, nix runter. Du sollst hier noch oben bleiben. So, und dann gehst du hier runter. So. Sieht auch falsch aus. Kann ich mitleben? Also. Jetzt mal Real Talk. Warum ist das falsch? Das kann ich nicht sagen. Jetzt geht's. Okay, das haben wir auch. Also wir können uns darauf einigen, alles wird besser. So, dann können wir eigentlich nur noch, also müssen wir eigentlich nur noch hingehen und die zwei Sachen hier bauen. Warum ist das Fließband so leer? Habe ich da irgendwie wieder was weggerissen, was ich nicht hätte wegreißen sollen? Wie das dann? Was meinst du denn? Passt mal auf, Leute. Guckt euch das mal an, was wir hier wieder gemacht haben. Wollen wir uns darauf einigen, dass das nicht meine Schuld ist? Warum haben die jetzt kein... Okay. So, erstmal raus da. Angry Pirate Noise. Weg damit. So. Wenn wir das so bauen, dann klappt es auch mit den Nachbarn. Wer kennt die Werbung noch? Ich nicht. Lustigerweise. Kommt Leute, Chat hier, helft mir. Schäde. Von welcher Werbung ist das? Und wie ist der Satz komplett? Und dann klappt's auch mit den Nachbarn. Ey komm, ich weiß, ihr seid alle so alt, das kennt jeder. Okay. Okay, so auf jeden Fall sollte die Maschine jetzt effektiver laufen. Ist immer noch zu lahmarschig. Aber schon mal besser als vorher. So, weil damit kriegen wir hier mehr Energy. Das ist zu wenig Metall. Durch die mehr Energy können wir nämlich jetzt hier oben auch auf diesem Fließband mehr bekommen, was dafür sorgt, dass diese Maschine mehr produziert. Ich muss noch mehr Sachen bauen, scheiße. Ja, auf den Chat ist kein Verlass, ne? Die kennen das alle nicht. Schlimm. Was denn? Was habt ihr in eurer Jugend gemacht? Wollt ihr mir erzählen, ihr wart da draußen und habt kein Fernsehen geguckt? Ich komme nämlich gerade selber nicht drauf. So deswegen. Ja, sehr gut. Aber es gab wirklich eine Werbung und dann klappt es auch mit den Nachbarn. War das irgendwie so eine Spülmittelwerbung? Glaube. Ach, auf einmal glaubt er. Ja, aber selten. Okay, warum ist das Fließband leer? Achso, da kommt doch was drüber. Können wir das nochmal optimisen? Vermutlich ist, nee, gelb ist nicht voll. Ich gucke einfach nicht hin, dann existiert dieses Problem nicht. Sehr gut. Okay, ja, ich würde jetzt... Ach, fuck, Alter. Okay. Wir produzieren jetzt um einiges mehr Metall. Eisen, meinte ich. Tut mir leid. Aber ich kann das hier noch besser machen. Wir brauchen halt mehr Eisen. Ansonsten wird das nichts mit den Fließbändern. Hier im Chat schreibt jemand auch. Ich kenne es, aber komme auch nicht drauf. Ja.
Also für die Leute, die im Stream sind, die gerade zuschauen, das sind ein paar Leute. Die Frau ist Single, schickt ihr eine Bewerbung. Ich habe ihr nämlich versprochen, ich finde für sie den perfekten Partner. Alles cringe. So. Sehr gut. Job. Hm. Freundevermittlung Juseko. Ja, ja, ich bin da eigentlich sehr nett und hilfsbereit. Eigentlich! Ja, ich kontrolliere die Typen ja erst. Achso, ja klar. Ja. Also wenn die nicht mindestens siebenstellig im Monat verdienen, dann brauchen die sich gar nicht zu melden, ne? Weil die ist wertvoll, die Frau. Okay. Es wird auf jeden Fall hier oben mehr. Das heißt ja, Adam, Atlantum... Ich hatte nie die Werbung. Wer sagt das? Anna sagt das. Okay. Anna ist übrigens auch... Ah. Ja, es könnte Kalgonit sein. Also ich war mit der Spiel... mit Spielmittel gar nicht so weit weg. Nee, war's wirklich nicht. Aber dann kennt er ja auch alle Super Ingo. Wenn ihr aus dem Zeitalter kommt. Ja, zum Teufel ist Super Ingo. Ja, natürlich sind alle hier Single. Wir sind ja auch in einem Single-Börsen-Stream. Was ist da los? Moment. Okay. Was? Also. Das stimmt nicht. Oder habe ich was verpasst? Gib mir die Nummer von deiner Freundin und du bist auch Single. Dann bist du im Teil des Teams. Alter. Okay, ich muss jetzt irgendwas machen, weil ich habe jetzt alle Sachen, die ich bauen wollte, gebaut. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie, bevor ich hier rumstehe... Ja, ich muss ganz kurz die Eisenproduktion ein bisschen ankurbeln, weil wir da ein bisschen mau gerade sind. Deswegen... Excuse-moi, während das hier noch ganz kurz ein bisschen andauert. Ja, aber warte mal, fällt was anderes ein. Wir könnten ja mal hier ein bisschen rumtreten. Ich beeile mich. So, die gehen nicht weiter. Das ist blockiert, das ist schlecht. Synthese. Habe ich einfach mal gedrückt. Das ist sehr gut. Okay, gut. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schmelzer hingebaut insgesamt. Und das sollte jetzt auf jeden Fall schneller sein. Ich könnte noch mal einen hier hinbauen, damit das noch mal schneller wird. Was ist das? Und dann würden wir hier das aber auch ausreizen. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Ja, es würde funktionieren. Ja, haben wir nicht. Ja, okay, ich baue noch einen Schmelzer. So, dann ist aber auch die ja, wir haben die Hälfte der Folge rum. Wir müssen das jetzt ans Laufen kriegen. Ja, wie gesagt, ich versuche hier gerade nur, dass wir da besser hinterherkommen mit dem Eisen. Das tut mir furchtbar leid. Deswegen, ich muss das erstmal ausoptimieren, damit wir im Nachhinein mehr Förderbänder bauen können. Weil alle Förderbänder, die du ja aktuell baust im Moment, schlucken ja aktuell das Eisen wie die Leute vom Europaring. So viel Eisen braucht die Produktion gar nicht. Ja, aber wir produzieren keinen Überschuss an Eisen mehr, das ist die Sache. Das heißt also, die Kiste ist gerade permanent leer. Boah, guckt euch das mal an, was hier steht! Was das kleine Ding geändert hat. Ich glaube, Juseko gerade Eisen vom Förderband. So, aber die Maschine arbeitet fleißig durch. Ja, so. Wann kommt das? Okay, wir können die eh nicht verschnellern. Das ist ein bisschen suboptimal. Mal ganz kurz Rost haben, was gucken. So. Das sieht schon ganz gut aus. Findest du? Bei mir, ja. Ach, bei dir sieht es gut aus. Dann gucken wir doch mal, was du da so machst. Ja, mach das liebend gerne. Oink, oink. Bei. Oink, oink. So. Zweiten Schmelzer zu bauen. Kupfer. 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 Eisenstau. Nicht gut. So, pass mal auf. Ey, wieso kommt da Null? Merkst du was? Wait. Okay. Warte mal, anders gucken.
Gucken wir mal. Okay. Während er das macht, zeige ich euch jetzt ein Geheimnis. Das, das. 1, 2, 3, 4. So. Oh, unglückliche Platzierung, was ist denn los? Warum das denn? Ah, oh, jetzt haben die keinen Strom. Kein Strom. Haben wir noch welche dabei? Warte mal, ich kann mir eigentlich welche holen, bevor ich die alle crafte. Ja, yes, sehr gut. Okay, das hätten wir auch. Hm. Noch einen weiteren Schmelzer, das sind 9. Was sind wir mit? Ach, wir hatten ja doch noch welche. Warum habe ich die denn nicht gesehen? Warum habe ich die nicht auf die Leiste? Gründe. Warum produziert der hier nur so wenig? Der hat 250 im Abbau. Das Ding ist einfach nur ultra lahmarschig hier. So, dann machen wir. Da Magic kommt. Bauen wir bis hier hin. So. Okay. Jetzt müsste das funktionieren. Tut's nicht. Warum nicht? Weil darum. Da ist das Problem, Leute. Problem weil darum, Leute. Weil erkannt, darum. Problem gebannt. Oder auch nicht? Doch, woher war das nochmal? Der eine will nicht. Der eine will nicht. Ach, kein Wunder. Der fliegt hier auch. So. Oh, lol. The Flying Object. The Flying Object. So. Jetzt muss natürlich hier dieser Schmutz weg. So. Damit wir Weltschmutz. Da wieder. Weltschmutz. Guck mal, das ist ja eine Platte. Da passt das ich ja. Ich optimiere gerade hier unser Zeugs. Scheiße. Moin. Okay. Jetzt bekommt diese Anlage hoffentlich auch genügend zu tun. Hoffentlich. So, gucken wir mal. Hat die noch einen Leerlauf oder geht das auf? Nee, es geht auf. Wunderbar. Das heißt, wir haben die erste unserer Anlagen optimiert. Yay! Wir lieben's. So, die Anlage wiederum. Hackmann. Ist nicht optimiert. Oh. Einfach mal so. So. Oh. 6. Und dann. Wupp, okay. Wupp. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein paar von die Dingers. Jo, wir schaffen das. Fuck. Ja, kriegen wir ihn. Weg damit, weg damit, weg damit. Weil. Ja. So. Das sieht doch wieder gut aus. Moment. Das geht ja aber gar nicht, Leute. Das müssen wir so machen. Das müssen wir so machen. Das müssen wir so machen. Und dann muss hier dieser Schmutz weg. Weg, weg. Der Schmutz. Ist die okay. Frage? Mehr Eisen kann ich gerade nicht produzieren. Ich müsste dann ansonsten den hier vorne machen. Dann können wir das mal bitte leer machen hier? So. Ah, du machst die schnellen Dinger rein, ja? Hallo. Yes! Okay, damit das hier funktioniert, müssen wir so ein bisschen auf einen Trick zurückgreifen. Zurückgreifen. So, das heißt, wir bauen den hier. Jetzt haben wir nämlich hier eine Biegung drin. So ein Ding ist das nämlich. Und dann können wir den hier umdrehen, damit der 2 raus, 2 rein. Und damit können wir den hier mehr auslasten. Nice. So, guckt euch das mal an, ey. Er trotzdem okay. Verschnellt. Ja, eigentlich. Wäre es nicht besser, wenn wir da eine zweite Schmelze hinpacken? Also, zum Beispiel. Moment, warte. Ja, ich warte. Wir müssen Platz machen, warte mal ganz kurz. Also, das Ding ist, dass die Maschinen, die hier standen, ja, dass die nicht mal durchproduzieren konnten, weil sie zu wenig Eisen hatten. Ja. Also musste ich dafür sorgen, dass die erstmal mehr Eisen bekommen tun. Ich hab das gerade eben genau auf der anderen Seite auch gemacht. So. Dann werden wir jetzt hier mal. Hier, schau mal. So. Dann können wir nämlich hier ganz regulär theoretisch dann gesehen
So, so. Und hier machen wir dann auch rein. Und dann machen wir hier die 6. Jetzt habe ich ja schon wieder in die Luft gebaut, ey. So, so. Dann. Oh, siehst du, und jetzt habe ich schon wieder keine. Ich kann keine Greifarme bauen, weil ich kein Metall habe, weil ich kein Eisen mehr herstellen kann. Weil ich kein Eisen habe. Haben wir denn wieder ein bisschen an. Weißt du was, scheiß drauf. Ich nehm's. Ist mir egal. Ich nehm's. Wir haben wieder ein bisschen Überfluss. So. Was wir aber immer noch nicht haben, ist, dass wir die Adamantitia-Atlantum-Erze bauen. Ich weiß, aber ich kann das nicht machen, wenn ich nicht Förderbänder habe. Und ich kann keine Förderbänder bauen. Ja, soll ich mich dann ums Atlantum-Erz kümmern, weil es muss ja fertig werden. Sonst kommen wir ja nie weiter. Das ändert nichts an der Tatsache, dass. Okay, gut. Nein, weil ich habe jetzt das eine Problem hier gelöst. Das heißt, ich habe jetzt wieder einen konstanten Fluss an Eisenbarren. Damit ich die Förderbänder bauen kann. So. So, ich will mal überlegen, ob ich die Anlage hier komplett nochmal verdoppel. Ja, warum? Damit das alles schneller geht. Okay, guter Plan. Nee, eigentlich nicht. Oh, schlechter Plan. Ich guck mal kurz, warum die Blauen da nicht kommen tun. Ey, Blauis! Die Anna ist ja doch bestimmt noch im Chat, oder? Safe. Ja, kannst du mir erklären, warum die Blauen nicht kommen? Weil ich meine, mit dem Zustand kennst du dich ja aus, habe ich gehört. Warum arbeitet der nicht? Real Talk. Was fehlt dir? Wie hat er? Irgendwas? 7. Okay. Prozessoreinheiten werden doch. Und dann 6. Hä? Ist Real Talk, warum? Der hat die ganze Zeit gearbeitet und jetzt kriegt der keine Prozessoreinheiten mehr. Ach, da hinten doch. Die hat er. Das heißt, es fehlt uns eigentlich die ganze Zeit nur genau diese Forschung. Und die läuft da lang. Also wenn ihr euch wundert, wie ich das noch erkennen kann, ich erkenne es nicht, ich rate, in welche Richtung ich laufe. So. Okay, jetzt kann ich endlich Förderbänder ordentlich bauen. Holy shit, hat es lange gedauert. Wo werden die Dinger produced? Da. Okay, dann haben wir jetzt... ich werde diese Zündreben-Material, dieses Zündreben-Extrakt. Kupfer ist zu wenig. Kupfer ist zu wenig. Das heißt, da werde ich mir. Ja. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, du hast dort jeden einzelnen Slot belegt bei dem Zündreben-Extrakt. Niemals. Kann ich. Meine Frage ist jetzt, kann ich mir dort einen rausnehmen? Von den. Warte mal, du. Ist das? Ja. Ja. Und du hast hier, du hast hier schon einen Pinken hingebaut, den könnte ich mir dann einfach umsnacken. Mach ich einfach den hier? Ja, weißt dann du? Haben aber die gesamten Anlagen zu wenig. Ja, scheiße, Alter. Richtig. Ja, ich gebe dir jetzt gleich einen Förderband. Wo brauchst du die? Kannst du das eigentlich komplett. Moment, ich habe eine Idee. Ich darf mal ganz kurz. So. Für 4 Anlagen. So, guck mal hier. Dann haben wir doch direkt schon mal eins ausgemerzt. Siehst du das? Weil ich das direkt daneben gebaut habe. Ja, und das heißt, du weißt, dass das 4 Anlagen sind, die wir damit versorgen? Jetzt krieg ich eine Anlage das aus der Kiste sofort, ja? Und was machst du mit den anderen 3 Anlagen? Die werden immer noch von einem Einzelnen befeuert, aber da kannst du ja... Ja, nee, der braucht ja die, der braucht ja den, Pinken dann. Ja. Hm.
Ich meine, den hier können wir dann ja trotzdem schon mal wegmachen. Ich soll ja nichts machen. Ja, ich bin gerade nur am Überlegen, weil eigentlich hätten wir noch eine. So ein Ding frei, aber ich komme da nicht dran, weil du halt so perfekt gebaut hast, weißt du? Und das ist halt das Problem. Du willst die Anlage dann eins daneben bauen? Ja, klar. Moment, dann baue ich dir ganz kurz die... Geht nämlich nicht. Hier hin. Hier. Bau doch einfach eins weiter. Moment, warte, ich baue dir hier noch die Fläche hin. Dann kannst du es einfach da drüber machen dann. Perfekt, dann muss ich dir dann nichts wegnehmen. Dann hast du weiterhin deine Dinger. Und dann kannst du wieder einfach hier ein weiteres... Das funktioniert so nicht, das funktioniert so nicht. Ich muss das hier abreißen. Ah, okay, damit du das dann so machen kannst, ne? Okay, wir müssen die Aufgaben jetzt einteilen. Also ja, klar. Entweder korrigierst du das jetzt, was ich gerade umbaue, machst du da weiter oder du kümmerst dich um die anderen Sachen. Aber wenn du in meine Bausachen die ganze Zeit irgendwie dazwischen baust, dann ist das sehr suboptimal. Tut mir leid. So, du hast mein eines Pinkes gerade weggenommen hier vorne. Kannst du das wieder dahin stellen? Genau, perfekt, danke. Das reicht mir schon. Und dann kannst du es nehmen. So. Und dann nur Zündrebextrakt. So, sehr gut. Und dich porte ich jetzt woanders hin. Ja, das haben wir jetzt richtig. Hey, halt! Stopp, jetzt baue ich. Ach so, deswegen geht das nicht. Okay, alles klar. Muss da ja noch ein Rezept machen. Der weiß ja nicht, was er tun soll, der Dulli. So, jetzt aber. So. Hm. Den baue ich einmal. Boah, hier toll. Und hier ist dasselbe Problem. Jetzt hat er das wieder abgehört. Ja. Du hast gesagt, soll ich bei dir reinpacken. Deswegen habe ich es wieder weggemacht. Ja. Alles gut. So. Oh. Und jetzt muss ich wieder auf Eisen warten. Folge ist vorbei. Ja. Das Eisen ist jetzt so gesehen wieder in guter Fülle am Befüllen. Check nur mal eben, ob es alles so funktioniert. So, ja, aber sollte. Nein, doch. Doch, tut's. Oh. Das heißt, ich kann das hier auch nochmal schnell zurückbauen. So. Sehr schön. Hier wird wieder richtig viel Eisen reingeklatscht. Okay. Ja. Gut, dann Folge vorbei. Macht es gut. Wir sehen uns bei die nächste Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. Ciao.